Hallo ihr Lieben, ja, ich habe gerade den Haul abgedreht von den Sachen hier und habe in dem Haul schon gesagt, dass ich auf jeden Fall hiermit gleich was machen will. Ich habe auch schon eine kleine Idee und kram noch mal ein bisschen was zusammen. Vielleicht fällt euch auf, dass das Bild ein bisschen anders ist und auch das Licht ein bisschen anders ist. Und zwar habe ich ja hier mal ein bisschen rumgeschraubt und rumgewerkelt. Und ich hoffe, dass jetzt das mit der Kamera da oben ein bisschen besser funktioniert, dass sie nicht immer so viel scharf und unscharf stellt. Vielleicht muss ich mir auch tatsächlich mal einen anderen Hintergrund hier besorgen, weil ich glaube, die kommt damit nicht klar, weil wenn hier was liegt, dann geht's ja. Okay, ich stelle euch kurz auf Pause und kram noch ein paar Sachen vor, die ich noch benutzen möchte. So, ich habe mir die Jellyplate vorgekramt, Papier und noch ein Kleber. Ich möchte nämlich die Jellyplate abkleben. Ich möchte eine Karte machen. Zack, ich hole die gerade mal raus. Ups. So, das lasse ich wieder hier dran. Das ist ganz okay so. So, das Teil lasse ich mir, glaube ich, mal hier an der Seite liegen. Da kann ich vielleicht Farben drauf machen. Dann brauche ich mir nicht wieder die Folie vorkramen. Und das kann ich ja danach genauso sauber machen. Genau, so. Und dann nehme ich mir mein Lineal und messe mir mal ab. Und zwar möchte ich gerne eine 15x10 Karte, also so dieses Standardmaß. Und dann lege ich mir das mal hier an. Und klebe mir dann einfach mit Washi an der dementsprechenden Linie das ab. Mache das jetzt auch ein bisschen großzügig. Da brauche ich ja eigentlich nur 10 cm in der Höhe. Ja, lieber ein bisschen zu viel. Wenn dann ein bisschen rumschmaddert, das ist kein Problem. So, und dann hier, wie gesagt, 10 cm. So. Zack. Ja, muss jetzt natürlich nicht hundertprozentig sein, aber so ungefähr halt. Schwuppi. Jawohl. Das haben wir. Da brauche ich nämlich nicht die komplette Jellyplate voll matschen, sondern es reicht, wenn ich damit arbeite. Ja, und dann werde ich gleich die Distress Inks mal ein bisschen ausprobieren. Ich packe die gerade mal aus. So, die habe ich ausgepackt. Und dann, ja, ich habe mir übrigens diese 4 Farben genommen, weil das ja sozusagen die Grundfarben sind. Mit denen kann man ja dann schon so ziemlich alles machen und alles mischen. Und ja, zumindest 2 von meinen Lieblingsfarben sind dabei. So gehen die immer so schwer auf. Beim ersten Mal. Ja, ist jetzt ein bisschen ungewohnt für mich mit diesen Minis. Ich werde jetzt hier einfach mal ein bisschen willkürlich ein bisschen Farbe draufpacken und werde mir einfach mal so einen ganz einfachen Hintergrund machen. Eigentlich passt ja Blau auch gut zu so einem Seepferdchen. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel. Falls euch das Video zu dunkel ist, schreibt mir bitte, weil ich habe nämlich mein Licht auch ein bisschen weiter weggestellt, in der Hoffnung, dass es nicht mehr so blendet. Das Blau scheint hier ein bisschen mehr Farbe abzugeben. So, dann mache ich einfach nur ringsum ein bisschen Blau. So. Ja, und dann muss ich nun natürlich noch ein Papier zurechtschneiden. Ich habe mir hier vorsichtshalber gleich 2 Papiere mitgenommen, man weiß ja nie. Und dann schnappe ich mir hier kurz noch mein Brett und schneide mir das mal gerade zurechte. So. 15 mal 10. Ja, ich muss mal gucken. Ich habe nämlich jetzt gesehen, als ich bei Stampin' Up! Bestellt habe, dass die ein neues Schneidebrett haben. Und jetzt haben die natürlich auch diese Klingen hier nicht mehr. Das war wieder so typisch. aber naja, gut. Wartet mal, wie rum mache ich das? Ja, das hier nach hinten.
So, und dann ja, ungefähr auf den. Jetzt natürlich auch den meinen Roller mitgenommen. Ach, das, ach guck mal, das gibt hier noch richtig Farbe ab. Ja, sieht auch ganz schön aus, da habe ich gleich noch einen Hintergrund auf der Karte. Ach na, seht mal. Ja, mehr Farbe tatsächlich drauf gekommen, als ich dachte. Aber cool, sieht ganz cool aus. Ja, das lasse ich gleich erstmal so. Da brauche ich jetzt, glaube ich, gar nicht so viel. Eine schlichte Karte und die andere kann ich ja dann immer noch mal ein bisschen mit den Bällen auch arbeiten und natürlich auch mit anderen Sachen, nicht nur mit den Sachen, die ich jetzt gekauft habe, sondern auch mit ein paar anderen Sachen noch. Ja, und hier natürlich passt es am besten hochkant und sieht auch bestimmt super schick aus. Ich glaube, ich wende sicherheitshalber meine Stempelhilfe. So, und dann bin ich jetzt gespannt, wie dieser Stempel so hält und klebt und überhaupt und stempelt natürlich. So, in der Ecke und an der. So, den lege ich mir jetzt ziemlich mittig drauf. Aber wie gesagt, bei der Karte mache ich jetzt hier keine große Action. Da mache ich jetzt so einfach wie möglich. Also kleben tut es hier gut. Am Finger zumindest. Das gleich funktioniert. Ah ja, okay. Ja, und das stempel ich natürlich in Schwarz, weil das am meisten Kontrast macht. So. Ich könnte es natürlich auch embossen. Lass ich das? Das sieht auch geil aus mit diesem. Mit diesem Embossing-Pulver, damit habe ich bei meinem letzten Arm, so, habe ich es überhaupt richtig rum? Ja, zeige es wenigstens schon mal richtig rum. So, jetzt muss ich nämlich auch erstmal mit meiner Kamera hier klarkommen. Das hier, genau, vielleicht nehme ich das. Das sieht nämlich auch schick aus. Dann sieht es auf jeden Fall edel aus. Ich glaube, ich muss kurz mal die Karte ein bisschen abpudern, sicherheitshalber. Obwohl ich hier ziemlich glattes Papier habe, eigentlich passiert da sowieso nicht so viel. Aber sicher ist sicher. So, okay. Dann, obwohl ich habe hier, habe ich schon ewig nicht mehr benutzt. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch trocken sind, also ob die überhaupt noch funktionieren oder ob die schon ausgetrocknet sind. Diese Teile habe ich hier nämlich auch noch rumfliegen. Die habe ich, wie gesagt, schon ewig nicht benutzt. Das ist ja ein ähnlicher Farbton. Aber ich benutze jetzt erstmal das Embossing. So, den Lammerker. Und ja, ich bin halt wirklich gespannt mit diesen ganzen Details, wie schön der da stempelt. Zack, so. Ja, ich glaube, so macht die ganze Karte dann gleich ein bisschen mehr her. Als wenn ich jetzt da nur drauf stempel. Zack, zack. So, lasse ich aber gerade hier drin, weil ich den sowieso nochmal benutzen möchte. Hier einmal das Papierchen mit dem. Ja, ob ich euch das jetzt zeige oder nicht, ich glaube nicht, dass ihr da viel erkennt. So ein ganz bisschen vielleicht vom Licht. Aber wir sehen es ja gleich, wenn es eingepudert ist. Ja, war doch gut, dass ich es eingepudert habe, aber es sieht echt geil aus. Sieht jetzt schon cool aus und wenn das gleich in diesem schönen Kupfer, dann wird das bestimmt noch mal viel schöner aussehen. Ja, da müsste ich eigentlich bei Stampin' Up auch mal gucken, ob sie dieses Embossing-Pulver noch haben. Ich habe bei Stampin' Up halt immer die Angst, dass die Sachen dann nicht mehr haben.
Und wenn man dann so Lieblingssachen hat, wie jetzt das Pulver hier, obwohl ich das sparsam benutze, eben weil ich es so gerne mag, bin ich dann immer sehr sparsam. So, ich föhne erstmal. So, fertig geföhnt und die Entscheidung war goldrichtig. Guckt euch das an, wie toll das aussieht. Ja, das scheint hier diese Entfernung zu sein, die die Kamera nicht mag, in der Entfernung. Also ich habe die Kamera, wie gesagt, jetzt ein bisschen höher geschraubt und das scheint besser zu funktionieren. Und ja, die Spiegelung, das mag er auch nicht so, aber ja, ihr seht, es sieht wirklich total schön und edel aus. Ich bin begeistert von diesem Teil, ja, und mit den Farben so im Hintergrund. Klar habe ich jetzt nicht wirklich viel über die Farben gelernt, aber ging jetzt einfach nur darum, sie mal zu benutzen. Genau, ja, sehr, sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Richtig gut. Also den Kauf werde ich nicht bereuen. Das weiß ich jetzt schon. So, packe ich ihn einmal an die Seite. Ja, und wenn wir dann schon mal dabei sind, dann zieh. Mal komm. Stopp. Dann werden wir damit auch gleich weitermachen. Ich schnappe mir wieder die Jelly Plate. So, ist hier ein bisschen angegangen, das macht aber nichts. Und dann werde ich mal hier meine Teile hier durchgucken. Hier waren zwei Sachen, die ich super schön fand und unbedingt ausprobieren wollte. Na komm her. Die lege ich mir mal an die Seite. Finde ich ganz gut. Dieses ganz feine Teil würde ich auf jeden Fall probieren. So, das hier wird bestimmt eins meiner Lieblingsteile. Schachbrett finde ich auch nicht schlecht. Das hier passt aber ganz gut zu dem, zu dem Tierchen. So, und die anderen packe ich jetzt alle an die Seite. Aber die hier passt natürlich wunderbar. Da werde ich blaue Bubbles reinmachen. Aber vorher werde ich, glaube ich, im Hintergrund die hier mal ausprobieren. Ja, mal gucken, was ich da gleich benutze. Weiß ich noch nicht genau. Ich werde auf jeden Fall einen von denen aufpacken. Ja, genau, mit dem Mika-Pulver will ich dann auch ein bisschen rumexperimentieren. Jetzt fällt mir gerade noch was ein. So, ich habe hier noch ein bisschen was hergekramt, noch ein paar Farben und ja, noch Oxide-Kissen und hier meine Folie. Genau, und dann mache ich jetzt mal hier mit den Oxides hier einfach mal ein bisschen Farbe auf meine Folie packen. Mit dem Blending-Tool arbeiten. Ja, das nimmt ganz schön wenig auf. Dann ein bisschen Wasser drauf. So, das sieht doch schon besser aus. Das Teil wird wahrscheinlich jetzt auch einfach ein bisschen brauchen, bis es sich wirklich voll saugt. Ein bisschen ausdrücken. Noch nicht so viel mehr aus, aber wir probieren es jetzt mal. Ich probiere es jetzt mal. Ja, das wird nichts, das sehe ich so schon. Das ist ja viel zu flüssig. Okay, nehme ich das erstmal wieder runter. Ja, dann hätte ich auch gleich mit der Farbe direkt drauf gehen können. Aber das macht nichts. Mache ich jetzt. Ich nehme einfach die Dinger schon ein bisschen auf hier. So. Gut. So. So. Wirklich ganz dünn ist. Ja, ich nehme natürlich wieder meine Lieblingsfarben, ist ja klar. Das macht man ja irgendwie immer.
dass man seine Lieblingsfarben doch wieder nimmt. So, mal gucken, ob da jetzt überhaupt was funktioniert. Ich da so wenig Farben genommen habe. Ja, zumindest so ganz, ganz hellblau. Schmucki. So, und jetzt packe ich mir das Ding hier drauf. Ist ein bisschen schade, dass es nicht dieses Format hat. Aber na gut. So, und hier gehe ich jetzt einfach mal direkt mit dem Kissen drauf. Und nehmen wir mal ein neues Tuch. Beziehungsweise hier habe ich ja eigentlich rosa. Das ist lila. Das ist es jetzt wieder, ne? Wieder das richtige Pad zu finden. Hier, das hier habe ich mir ein bisschen versaut, weil ich da die, diese Farben genommen habe. Und die werden ja fest. Und jetzt ist das hier relativ fest, aber ich glaube, das funktioniert trotzdem noch. Ich probiere es einfach mal. Ich will ja nur mit dem Tool das jetzt hier ein bisschen schöner verteilen. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Ja, wunderbar. Das sieht doch schicki aus. Die restliche Farbe noch ein bisschen wegzunehmen. So. Und dann werde ich die Lippchen an die Seite kurz packen. Und dann nehme ich nämlich das hier. Ja, ruhig so ein bisschen schräg. Und dann mit dem diese Farbe. Ich gehe jetzt mal hier hin und gehe ich mal direkt drauf. Ja, und ich male jetzt hier nur die bisschen kleineren Blasen aus und die ganz großen, die lasse ich weg. So weit wie es geht zumindest. Upsi, nicht verrutschen. Ja, sieht doch super aus. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gefällt mir schon sehr gut. Feuchttuch, dann kann ich die Sachen gleich alle wieder sauber machen. Zack. Und die gehen wir auch gleich einmal drüber. So, ja, jetzt überlege ich gerade, ich glaube, ja, ich würde gerne mit Strukturpaste arbeiten, aber mit Strukturpaste und dann stempeln ist ja ein bisschen schwierig. Ich möchte den aber auch nicht auf ein anderes Papier machen und dann nochmal extra draufkleben. Das möchte ich nicht, ich möchte schon. Ach, wisst ihr, was ich mal probiere? Das probiere ich jetzt mal aus. Und zwar die Jelly Plate als Stempelspiegel zu benutzen. Also die Jelly Plate. Mein Stempel. Einmal abgefummelt. Zack. Sie hier ausreicht, aber es dürfte passen. Oh, ne, ist ein bisschen zu klein. Dann muss ich das ganz große nehmen. So, zack. Okidoki. Schwupp, komm her. Und zwar, der ist ja eigentlich, wenn er dann auf dem Papier ist, so. Und ja, ich will ihn jetzt aber als Spiegel benutzen, also die Jelly Plate als Spiegel. Das heißt, ich mache jetzt hier Stempelfarbe drauf.
Und zwar, ja, schwarz. Und dann stempel ich auf die Jelly Plate. Und ja, nehme dann mein Papier. Sehe ich jetzt auch zu, dass ich ordentlich Farbe drauf habe. Stempel mir jetzt hier ungefähr, ja, ich mache es mal ein bisschen weiter unten, gar nicht so ganz mittig. Stempel jetzt mal auf die Jelly Plate, versuche so wenig wie möglich hin und her zu wackeln. Nicht so ganz einfach. Ja, naja, Effekt glaube ich nicht, aber ich denke, das wird schon funktionieren. Obwohl ich so viel Farbe genommen habe, trotzdem nicht so viel Farbe auf die Jelly Plate bekommen. Ja, okay. Also funktioniert eher suboptimal. Hätte ich vielleicht auf einem Testpapier testen sollen, weil jetzt nochmal machen wird jetzt natürlich ein bisschen schwierig, aber es geht. Also es ist nicht so, dass es gar nicht geht. Hätte vielleicht doch noch besser aufdrücken sollen. Das funktioniert, aber ich habe gerade überlegt, ach, ich mache das einfach so, dass ich jetzt auf die andere Seite, aber doch, ich mache es mal so, dann ist zwar der zweite nicht ganz drin im Bild. Oh, okay, krass. Hier war jetzt so wenig Farbe noch drauf. Okay, das ist jetzt ganz doof gelaufen. So. Das jetzt hinkriege, den genau da wieder drauf zu stempeln, da bin ich jetzt mal gespannt. Das ist nicht so einfach. Jetzt muss ich mal mit dem Kopf ein bisschen ins Bild. Ich glaube, das wird nichts. Das werde ich jetzt, glaube ich, vergeigen, weil durch diese vielen Teile sieht man nämlich nicht. Ich drücke es jetzt absichtlich mal nicht ganz so fest auf. Nee. Ziemlich gut getroffen, aber nee, leider nicht. Schade, das war jetzt nichts. Das hätte ich so lieber lassen sollen. Aber gut, wegschmeißen werde ich die jetzt trotzdem nicht. Da werde ich hier mit Strukturpaste irgendwas machen. Aber die Idee finde ich gar nicht verkehrt, die zu spiegeln. Nur dann brauche ich eine größere Karte. Und zwar habe ich ja ausgemessen, als ich ihn gekauft habe, 12x7. Genau. Also brauche ich dann eine, die mindestens 12 bzw. eher 14. Ja, bleiben wir bei den 15 und ich kann sie einfach mal 15x15 machen. So. Dann versuche ich das nämlich gleich nochmal. Und zwar erstmal mein Schneidebrett vor. Schneide mir das mal 15x15. Supi. Das gleiche nochmal. So, perfektus. 15x15 und dann will ich das jetzt einfach nochmal. Immer ein bisschen mehr Farbe oder drücke länger oder ich muss mal gucken. Ich muss ja hier jetzt erstmal ordentlich aufdrücken, dass ich hier ordentlich Farbe drauf bekomme. Ich probiere es jetzt gleich mit der weißen Karte einfach. So. Ja, ruhig ein bisschen mittig aufdrücken schon, aber eben nicht so. Vielleicht hätte ich es mit einer anderen Farbe probieren sollen. Vielleicht liegt das an diesem Schwarz auch ein bisschen. Schade, in der Mitte ist es nicht so schön geworden. So, und jetzt gehe ich hier schön an den Rand.
Zack. Und ach, das ist schon besser geworden. Nur leider in der Mitte hat es nicht so viel Farbe gehabt. So, und jetzt nochmal mit kräftigere Farbe. Und dann mache ich das jetzt so, dass ich das andere wirklich so kräftig mache oder drücke? Ich glaube, ich stempel es mir einmal ab. Zack. Und das ist auch ein bisschen milder wird vom Abdruck her. So, und dann packe ich mir jetzt das andere jetzt hier gegenüber. Ich muss mal gucken, dass die sich ungefähr gegenüberstehen. Ich weiß auch nicht, ob das die beste Idee ist, auf der Jellyplate zu stempeln. Ah, perfektos. So sieht das doch schon ziemlich cool aus. Ja, natürlich ist der echte viel schöner geworden als der von der Jellyplate, aber es funktioniert auf jeden Fall, wenn man genug Druck ausübt und genug Farbe nimmt, dann funktioniert das auf jeden Fall als Spiegel. So, dann mache ich mir den jetzt einmal sauber und dann werde ich meine, nicht die Farben, sondern die Farben, wo man durchgucken kann, genau die hier, die halt auch durchlässig sind. Da werde ich dann welche von benutzen. Oder vielleicht nehme ich auch ein bisschen von dem Distress Oxide Blau und sprühe hier ein bisschen und mache das dann mit Wasser. Aber erstmal will ich hier meinen Stempel jetzt ein bisschen sauber machen. Der muss ja jetzt nicht direkt gleich komplett eingesaugt werden. Ein bisschen Farbe hat er schon angenommen, aber nicht so wild. Trotzdem noch ganz gut sauber geworden. Okay. Klebt aber fest. Yay. Ja, das macht halt wirklich diese Qualitätssachen aus, ne? Dass die dann auch wieder in dein Köpfchen, dass die dann auch wirklich über einen längeren Zeitraum richtig gut kleben. Also diese zum Beispiel von AliExpress oder auch von Action, die Stempel, die sind doch rucki-zucki dann so abge. Ja, da stempelst du zweimal mit und dann kleben die schon fast nicht mehr. Ne? So. Okay, ich denke, ich werde das hier wieder nehmen und da wieder mit diesem Gläschen arbeiten. Das hat ganz gut ausgesehen. Wir können ja jetzt auch ruhig hier so, ich guck mal, ob nicht so dicke sind. So vielleicht. So, so in etwa. Das Schöne an den Sachen ist ja auch, dass man da noch auf jeden Fall durchsieht. Tada! Ja, cool. Gefällt mir sehr gut. Mir gefällt sowas sogar schon. Ne? Also so einfach ganz, ganz, ganz schlicht. Ohne viel Getue und Mache. Also gar nicht jetzt groß noch was dazu. Gefällt mir auch manchmal. Also wenn man das jetzt noch schön hier am Rand nochmal zuschneiden würde, dass die Sachen da ein bisschen sauberer sind, dann mit den Rand ein bisschen einfärben oder so, gefällt mir auch schon. Aber gut, na klar, kann man noch schönere Sachen machen. So, dann benutzen wir das. Will ich das wirklich? Ich möchte das umgekehrt haben. Und zwar lege ich mir das jetzt mal hier auf meine Folie. Ich nehme mir das Rosa. Mal die Dings, das Ding hier an. So, und dann drücke ich hier das Teil und drücke das mal hier so drauf.
drauf. Und einfach zart klopfen. Ja. Ist zart, aber sogar ein bisschen zu zart. So, die Farbe ein bisschen abwischen. Dann kann ich da vielleicht drüber rollen, dann geht es vielleicht besser. Mit Druck ausgeübt wird. Ja, schon mal nicht mehr genug Farbe drauf hier. Ich glaube, ich mache das mal mit dem Stempelkissen direkt. So, dann ist wenigstens ein bisschen mehr Farbe drauf. So, und dann drüber gerollt. Schwupp, ja, schon ein bisschen besser. Sieht man nicht viel von, aber gerade das, finde ich, macht so ein bisschen den Charme aus. Ich finde es eigentlich immer schade, wenn ich jetzt hier solche Sachen mache und dann diese ganze Farbe, wenn man das jetzt mal sieht, wie viel Farbe das eigentlich noch ist. Ne? Eigentlich ein bisschen schade, das wegzuschmeißen. Ist da was? Sowas funktioniert ja nicht nur mit der Jelly Plate. Das funktioniert ja auch mit einer einfachen Folie. Na, guck mal. Sieht doch gut aus. Kann man nie wieder nachmachen, kriegt man nie wieder so hin, weil die Farbe irgendwie aus Papier kommt. So. Ja. Das. Schick. Ich hoffe mal alles runterzunehmen, was hier jetzt noch drauf ist. Ja, noch ein bisschen Farbe drauf, wenn das so wild. So. So ein paar Pünktchen. Ganz schön schnell getrocknet, gibt schon wieder keine Farbe mehr. Macht aber nichts. Werd ich. Was mache ich jetzt? Eigentlich passt hier auch bei diesem Dings ziemlich gut solche Tropfen einfach drauf. Ne? So. So. Passt doch. Vom Style her passt das doch auf jeden Fall zu dieser Karte. Eigentlich finde ich das ganz cool, das Papier so auf die Jellyplate zu packen, weil da klebt schön fest und hat man nicht das Problem, dass einem das dauernd irgendwie wegflutscht. Bleibt ordentlich liegen. So, ja. Die Kleckse stechen jetzt natürlich ganz schön raus. Aber ist nicht so schlimm. Ich mache hier jetzt einfach mal ein bisschen chaosmäßig überall Reste, Krams und so kommt jetzt einfach noch mit dazu. So. So. Das ganze wassertechnisch noch ein bisschen perfekt dazu machen, so Wassermuster. Ich brauche noch ein bisschen mehr. Aber weil mit dieser Rolle, wenn das ein bisschen feucht ist, ja, was heißt feucht, schon nass ist, man hin und her rollt, dann hat man ja, seht ihr das hier so ein bisschen wie so ein Wassermuster.
Ja, ich matsch hier jetzt einfach, wie gesagt, um. Ich mache mir da jetzt auch keinen Kopf, wie das werden soll. Ich mache jetzt einfach so lange weiter, bis ich denke, okay, jetzt ist es zu viel. Oder jetzt ist es kurz davor, zu viel zu werden. Na, komm schon. Okay. Ja, ich habe ein bisschen Angst, wenn ich noch mehr mache, dass dann hier der hier komplett untergeht. Und den kriege ich auf jeden Fall tausendprozentig nicht nochmal hin. Was mich aber echt interessiert, das mache ich jetzt gerade mal. Ich nehme mal hier so einen Restkram. Nehme mir nochmal meinen Stempel. Zack. Und werde nochmal versuchen mit einer anderen Farbe. Mich interessiert das jetzt, ob das wirklich jetzt nur an diesem, das jetzt an dieser schwarzen Farbe lag oder ob das woanders dran lag. Welche Farbe nehme ich denn da mal für das Tierchen? Eigentlich müsste man gelb nehmen, ne? Weil die sind ja gelb. Ich nehme mal hier dieses Currygelb, das ist, glaube ich, ganz gut. Oder sind die mehr orange? Ne, eigentlich sind die mehr orange. Da habe ich das gerade irgendwie ganz falsch im Kopf. So, ich nehme mal hier dieses Kürbisgelb. Die auf. Ja. Jetzt. Das interessiert mich jetzt einfach mal, ob die einer anderen Farbe besser funktioniert mit dem gespiegelten. Ich drücke jetzt auch wirklich ordentlich drauf mit Kraft. Oh, okay, da hat er viel vom drumherum mit aufgenommen. Das war jetzt nicht der Plan. Aber gut, ist halt so, ne? Die Jelly Plate drückt halt auch dahin, wo es nicht so ist, okay. Auf jeden Fall kräftiger. Da habe ich wahrscheinlich sogar zu viel gedrückt. Da werde ich einfach mal hier an den Dingern, wo es nämlich nicht stempeln soll, und dann lang wischen. Und gleich beim Stempelfarbe aufnehmen gucken, dass ich da nicht so doll in diese Dinger reinkomme. So. Okay. Gut. Ein bisschen vorsichtiger den Farben aufbringen. Hier unten habe ich schon wieder ein bisschen rumgesaut. Da wische ich mal dran lang. So, vorsichtshalber auch hier nochmal drüber. So. Weiß ich nicht, dass der jetzt hier ein bisschen orange war es noch. So, jetzt aber. Zack. Jetzt packe ich es auch noch ein bisschen weiter. Mittig an den Rand. Ja, man muss echt aufpassen, dass man halt nur drückt und nicht schiebt. Aber das sieht, glaube ich, richtig gut aus. Hoffentlich passt der so drauf. Aber ich nehme erstmal das, sicherheitshalber. So. Das sieht nämlich schon viel besser aus. Guckt euch das an, jetzt sieht es geil aus. Jawohl. Also es lag tatsächlich wirklich an dieser schwarzen Farbe, dass die einfach nicht so viel Farbe abgegeben hat. Oh, guckt mal hier. Ganz, ganz, ganz fein. Auch schön. So ein Wasserzeichen. Ja. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Funktioniert auf jeden Fall, wenn man andere Farben nimmt. So. Ja,
Da ich da jetzt noch so viel Farbe drauf habe, werde ich das hier nochmal hinstempeln, weil ich möchte das jetzt auch nicht wegwerfen. Wow. Wow, wow, wow. Den werde ich mir auf jeden Fall irgendwann nochmal aufschneiden und auch benutzen. Mega schön, auch mit der Farbe. Mal hell, mal dunkel. Ja, wie gesagt, ich bin mega begeistert von diesem Stempel. So, ihr Lieben, ich habe dann mal abgebrochen, weil irgendwie war der Wurm drin. Mir fiel nichts mehr ein und irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, die Sachen gefielen mir einfach nicht mehr. Und dann habe ich mir jetzt gedacht, komm, egal, jetzt nimmst du dir nochmal so einen Streifen. Ich hatte ja so einen Reststreifen über, weiß ich jetzt nicht, wie weit ich euch zeige. Auf jeden Fall hatte ich das hier genommen, ein DIN A4 Papier. Dann habe ich mir habe auf der Länge hier, ich zeige es euch einmal, ich schneide es jetzt einmal zurecht, dann seht ihr es. Aber theoretisch ist es wurscht, ihr braucht einen Streifen, einmal DIN A4. Und dann 3 cm, also das braucht ihr jetzt für das, was ich jetzt gerade machen will. Aber ich habe halt vorhin, um euch mal zu zeigen, wie man das Papier auch ganz gut nutzen kann, 15 cm, einmal so. Dann nehme ich 2 Karten mit 10 cm. Wenn ihr nur 9,5 macht, dann könnt ihr sogar 3 Karten hinbekommen, aber das ist ja halt so das gängige, normale Format. Bei der letzten ist dann halt ein bisschen über, habe ich vorhin auch schon mal gezeigt. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie weit ich jetzt rausschneide von den Sachen, die ich vorhin gezeigt habe. Da bleibt halt so ein halber Zentimeter über. Jetzt müssen wir mal gucken, welche die kürzere war. Die vorne noch. So, da, das nehme ich zum Beispiel, um Sprüche drauf zu schreiben oder so. Das hebe ich mir dann immer auf oder um halt kleine Stempelsachen zu machen, Sprüche oder irgendwas, und dann kann ich mir das da ausschneiden, das schmeiße ich nicht weg. Und den hier teile ich mir und lege mir den hier bei 3 cm an und dann bekomme ich 2 solche Streifen, also solche hier, und dann loche ich mir halt mit dem Locher da Dings raus und dann habe ich, also ich falte es mir erst einmal so in der Mitte, kann ich ja jetzt nochmal machen, aber ihr habt garantiert auch schon gesehen, wie Tickets gemacht werden. Das habe ich jetzt eher nicht erfunden. Ich habe das ja bei Bastelmix gesehen und fand das so toll und habe das dann nachgemacht. Und seitdem bin ich irgendwie auch so ein bisschen im Ticket, aber auch Briefmarkenwahn. Und ich wollte jetzt aber mal so längere Tickets machen, weil ich das irgendwie ganz cool finde. Und die echten Tickets sind ja auch oft so lang. Genau. So, und ich nehme mir dann vom Stampin' Up meine ein Inch Stanze, nicht halbe ein Inch, und falte mir das halt, wie gesagt, wie so eine Ziehharmonika, einmal in der Mitte und dann die Seiten zur Mitte hin. Und dann nehme ich mir das Ding, ich lege mir das umgekehrt hin, damit ich sehe, wie weit ich hier reinkomme. Und man braucht da auch ziemlich viel Kraft. Und wenn ich so denke, jetzt habe ich so ungefähr auf allen Seiten das Gleiche, drücke ich das so runter und dann bleiben nämlich gleich die Schnipsel hier noch drin. Die kann ich dann einfach in meinen Mülleimer packen und gut ist. Ja, und das mache ich halt auf allen 4 Seiten einmal. Wie gesagt, man braucht da ein bisschen Kraft. Zack. So. Und hier auch nochmal. Man muss auch ein bisschen so ein Gefühl kriegen, wann das so ungefähr wirklich die... So ist, dass es dann wirklich rund aussieht, auch am Ende, und nicht eckig. Man darf nicht zu viel und auch nicht zu wenig wegnehmen. Und ja, muss einigermaßen versuchen, das mittig zu halten. So. Daneben geflutscht. So, das war's. Und schon habe ich jetzt hier meine Ticketstufe. Ja, und jetzt habe ich ja hier quasi 2. So, genau, das packe ich einfach mal. Weil so viele Tickets möchte ich jetzt heute nicht machen. Ich werde jetzt noch einen Ticketstreifen verwenden und ich werde mir hier jetzt wieder was abkleben. Und zwar, es gibt ja so viele verschiedene Jelly Plate Größen. Und ich habe tatsächlich auch überlegt, ob ich mir noch dieses Jelly Press besorge. Das ist so ein Dreier-Set mit einem runden, mit einem rechteckigen und einem quadratischen.
Jelly Press heißen die halt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was für eine Größe die haben. Ich dachte mir, ach, kaufst du dir das auch noch? Und dann dachte ich, Mensch, Mann, man muss auch nicht immer alles kaufen. Ich kann mir auch hier einfach von meiner Jelly Plate was abkleben. Und das dann quasi für das benutzen, wofür ich es halt haben will. Ne? Wenn ich jetzt, also ich würde jetzt eigentlich eine Jelly Press benutzen wollen. Da ich die aber nicht habe, klebe ich mir hier jetzt einfach ein Stück ab. So Pi mal Auge. Manchmal messe ich es mir genau aus, manchmal auch nur ungefähr. So, und jetzt habe ich hier halt so ein kleines Stück, wie ich halt haben möchte. Und nehme jetzt hier mal dieses Blau, das ist Mermaid Lagoon. Und tupfe hier nur so ein ganz bisschen drauf. Ich brauche hier noch so ein Tüchlein, weil ich nicht rollen kann. Schere gerade wieder weg. So, genau, das ist sauber. Und dann rolle ich hier jetzt einfach nur so ein bisschen drüber. Ich möchte nur, dass ich die Farbe hier so ein bisschen verteilt und dann packe ich das Ticket hier drauf und dann habe ich hier auch die Abdrücke, aber ich glaube, ich habe zu wenig Farbe genommen. Ups. Ja, ich muss da erst nochmal mit ein bisschen mit experimentieren, wann die Farbe gut ist und wann nicht. So. Ah ja, so soll es sein. Genau so habe ich es mir gedacht. Und auf die andere Seite. Mal ein bisschen größer, mal ein bisschen kleiner. Jawohl. Ich glaube, hier ist jetzt noch ziemlich viel Farbe. So. Und hat Luft. Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So. Genau, so, dann möchte ich das Rosa haben. Das habe ich aber nur in Oxide, aber das macht ja nichts. So. Mehr abgenommen wieder an Farbe, als ich verteilt habe. Kann natürlich auch ein bisschen an meiner Rolle liegen, weil da schon so viel Farbe drauf ist, dass die überall die Farbe schon so aufnimmt. Vielleicht muss ich die mal ordentlich reinigen. Wenn ich hier überrolle, sehe ich, dass da noch ein bisschen Farbe drauf ist. So, ja, sieht doch gut aus. So, genau, super. Sieht schon sehr schief aus. Broken Shiner, ein bisschen heller als das andere Blau. Ja, immer das gleiche Problem. Ich habe keine Ahnung, womit ich euch hier volllabern soll, während ich hier rumbastle. Am liebsten bastle ich ja sowieso eigentlich mit Hörbuch im Hintergrund. Und ich glaube, das mache ich auch gleich, weil euch das nämlich hier bestimmt langweilig wird,
wenn ihr hier jetzt die ganze Zeit nur mich seht, aber gar nicht groß was hört, mich nervt das immer, wenn Videos sind, wo keine Geräusche sind, das kann ich nicht haben. Ne? Also wenn da überhaupt gar keine, wenn jemand nur was zeigt, aber nichts erzählt oder nichts erklärt dazu oder so, mag ich einfach nicht. Okay, ich mache euch Musik an und mache mir hier ein Hörbuch an. Das macht mir nämlich auch mehr Spaß. Dann könnt ihr jetzt noch ein bisschen nebenbei basteln und genau, dann hören wir uns am Ende. So, ihr Lieben, den Ticketstreifen habe ich jetzt soweit fertig. Ich habe mir die Ränder hier jetzt nochmal ein bisschen abgedunkelt. Ich habe gerade wieder gesehen, dass meine Kamera noch auf Pause war. Keine Ahnung wann. Ich hoffe nicht allzu lang. Ich werde die Tickets jetzt so wie sie sind erstmal lassen und werde in einem späteren Video zeigen, wie ich diese Tickets fertigstelle, mit Texten versehe und mit allem Möglichen, was mir noch so einfällt. Genau, und da seid ihr natürlich herzlich eingeladen, dann zuzuschauen. Aber für heute ist das Video, denke ich, lang genug. Ich habe ja vorher da auch schon Sachen gezeigt. Und ja, was auf jeden Fall noch fehlt, was ich auf jeden Fall noch ausprobieren will, ist dieses Mika-Pulver in Gold. Und das werde ich dann hier auf jeden Fall am Ende irgendwie noch verwenden. Und ja, mal gucken, was ich aus den Tickets mache. Und für alle die, die jetzt bis zum Ende durchgehalten haben, in diesem erneuten Chaos-Video, keine Ahnung, im Moment ist der Wurm drin. Ja, für alle, die durchgehalten haben, ihr könnt mir ja, wenn ihr mögt, ein paar Ideen in die Infobox schreiben, was ich denn hier machen soll. Soll ich einfach nur Texte verwenden oder Mixed Media, also auch mit Stencils arbeiten und mit Pasten vielleicht oder so. Oder ja, keine Ahnung. Vielleicht fällt euch noch was anderes ein. Also wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, gerne unten in die Kommentare. Und ich werde mir die durchlesen und werde dann, wenn ich die Tickets mache, eure Kommentare auf jeden Fall mit in Betracht ziehen. Okay, ihr Lieben, dann wünsche ich euch einen super schönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.